Mein Stargast heute heißt Marco Angelini. Hallo Marco. Hallo. Eigentlich bist du Arzt, fertiger? Ich bin fertiger Arzt, genau. Also Herr Dr. Angelini. Genau. Und was für ein Arzt? Ich habe eigentlich jetzt in Graz fertig studiert und momentan ist es eigentlich so ein bisschen mehr so in Richtung Musik und ja, aber momentan mache ich noch keinen Turnus und so. Aber bist du dann als Turnusarzt in einem Krankenhaus? Das ist, muss man ja wohl, nicht? Wenn du irgendwann dich wo niederlassen willst, was ja gar nicht so einfach ist. Okay, reden wir aber jetzt über das Singen. Er singt über uns beide, denn der Titel heißt Du und ich. Bitte genau. Schön. Du hast ja eigentlich bis jetzt schon, was hält sie da in die Kamera, die Marion, sag uns das. Das ist meine neue CD, meine neue Single, die heißt Du und ich und ja, ist ab jetzt überall erhältlich. Cool. Wenn die Marion das jetzt absolviert hat, dann rede ich über die Internetadresse bei dir, die heißt www. und wie weiter? Die heißt www.marco-angelini.com. Da haben wir das Minus wieder. Genau. Keiner darf mehr Bindestrich sagen, weil dann jeder ein Underline macht, wie das so schön. Also Marco-Angelini
Punkt.com. Ist das tatsächlich dein Name oder hast du es gewählt als Künstlername? Es haben mich schon viele gefragt, das ist tatsächlich mein echter Name. Der Papa aus Luxemburg, die Mama aus Vorarlberg und ja, international die Großeltern aus Italien. Ganz normal. Eine scharfe Mischung. Ja, Papa aus sagen. Luxemburg, Mama aus Vorarlberg. Das ist das traf. Also das ist beim Skifahren passiert. Jetzt sag, du hast ja keine Hallo, Moment mal. Also, ich geh nicht zu weit mit deiner Erklärung. Du hast es ja schon bei einigen, bist also wirklich aggressiv, was deine Fernsehwerbung betrifft. Was hast du schon alles gemacht? Ja, eigentlich schon bei sehr vielen Castings mitgemacht, auch bei Starmania, dann bei einer großen deutschen Castingshow. Und was war eine große deutsche Castingshow? Das war Deutschland sucht den Superstar. Okay, ist das eine Sendung? Ja. Ist das mit dem Herrn Thiele? Thielen? Bohlen. Bohlen, ich wusste irgendwas. Mit dem Dieter, genau. Ich habe gewusst, irgendwas Holzstickel ist. Ja, also Deutschland sucht einen Superstar, Helden von morgen. War ich auch dabei, Starmania. Bist du jetzt jedes Mal ausgegangen? Ich bin eigentlich ziemlich weit gekommen, sondern knapp vor die Live-Show und dann ist es irgendwie nicht so ganz ausgegangen. Und hat das im Endeffekt was gebracht, dir gebracht, außer dass man immer mehr Routine bekommt? Ne? Natürlich, also man lernt wirklich diesen Umgang mit Medien, man sieht einmal hinter die Kulissen, musikalisch bringt es dann was und man ist einfach nicht mehr so nervös und ja, das halte ich auch für gut. Die Nerven spielen ja eine große Rolle bei derlei Dingen. Ja, das stimmt. Jetzt haben wir einen Titel gehört. Über wie viele verfügst du schon? Seine selbstgeschriebene, wo kommen die Titel her? Ich habe das Glück gehabt, dass ich jetzt ganz tolle Menschen kennengelernt habe in Berlin. Meine Plattenfirma von 2D Records. Und mit denen zusammen schreibe ich. Den Song habe ich selber geschrieben. Und ja, das Album kommt im August. Und das erste? Das erste Album. Und weitere Titel werden es noch folgen. Im Mai wird jetzt noch eine Single rauskommen. Mein Engel. Da könnte sich aber einiges tun, weil wie ich von den Damen weiß, sammelst du immer Sympathiepunkte. Du scheinst also ein steirischer Womanizer zu sein. Ja, wenn die Damen das sagen, kann das schon sein. Hast du langes Haar oder Glatzen? Also, ich habe langes Haar. Ja? Ja. Fällt das dann, also da hört's auf? Da hört's auf. Wie alt bist du? 28. Bin bald 70 und habe mehr. Okay. Aber dauernd sagt man, irgendwann soll ich Haarschneiden gehen. Das heißt, du bist noch nicht entschlossen, ob du jetzt als Arzt praktizieren wirst oder ob du deine Showkarriere vorantreibst. Ja, in meinem Herzen sind beide Sachen verankert. Also ich liebe die Musik und die Medizin, aber ich glaube, ich bin noch jung und würde jetzt einfach gerne den Weg einschlagen, weil es ist einfach immer momentan. Geht es nebeneinander oder nicht? Also nebeneinander geht es sicher nicht, dass man da jetzt wirklich im Spital arbeitet und dann nebenbei noch am Samstag, Sonntag zu Auftritten fährt, das geht nicht. Aber ich habe eine ganze Reihe von Medizinern und auch Chirurgen gekannt, die eine Nähe zur Musik haben. Mhm. Unterschiedlich, also Schlagermusik eher selten, aber klassische Musik. Musiker, starke Musiker. Habt ihr nicht irgendeine Ärzteband, The Dogs oder so? Ich kenne sehr viele Mediziner in der Tat, die Musik machen und ich glaube, wir würden da schon eine Band zusammenbringen. Vielleicht für die Patienten ist es, glaube ich, auch nicht so schlecht, wenn man da so ein bisschen ist das singt. Ist das ein guter Ausgleich? Oder gleich anschließend, wenn du in die Medizin gehst, welchen Fachbereich würdest du dir wählen? Auf jeden Fall Chirurgie. Also, du gern so schnippeln und. Er schnippelt gern. Schnippel gern. Hat aber schlanke Hände. Na, Chirurgie heißt ja, glaube ich, übersetzt basteln, wenn mich nicht alles täuscht. Also, ja, Bastler trifft sich mit so. Wir sind Handwerker. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen geschickt sein, Ideen haben. Allein, also als die Operationsmethode entwickelt wurde, na, jetzt ernsthaft, bei Kindern diesen Herzfehler zu beheben, der hat eine unglaubliche Geschicklichkeit und Ideen gebraucht. Man nennt es, glaube ich, mittlerweile Reparaturmedizin. Reparaturmedizin, sagen wir das nennen. Also Chirurg willst du werden? Ja, und Musiker. Der singende Chirurg. Erfreue uns mit deinen Liedern und ich suche dich auf, wenn es ernst wird, gell? Ja, ich freue mich, wenn wir uns sehen. Du darfst ein bisschen schnippeln, aber nur herum. Okay. Tschüss, mein Lieber. Ciao. Danke.